Foto unwichtig. Kann man schon mal deaktivieren. Joseph Langley, Foto deaktivieren. So, Listener, der Eingeweihte. Was war denn hier noch? Du warst das mit dem Doxing. Boah, ich bin mir echt unsicher, wer es ist. Dieser Eingeweihte ist der reinste Plage. Sie müssen sich wahrheiten, das könnte sich auf seine Motive. Victor Rosen. Ist am Wochenende im Büro gewesen. Wo ist sie denn? Juliet Carrington. Das scheint unnötig zu sein. Warum war sie denn bei der Arbeit? Sie haben genug Material, das nahelegt, dass er das Ganze faul mit Judith Carrington ist. Sie können diejenige sein, die vorgibt, Goldfeld zu sein. Gut, es ist jedoch nur eine Möglichkeit. Im Anbetracht der Anweise gegen Harrison und Donald sollten wir uns in erster Linie auf ihn konzentrieren. Sein verfluchtes Handy ist weg. Und es hat jemand um 2 Uhr irgendwas noch damit geschrieben. Verstecken finden, stellen sie sicher, dass sie geprüft haben, ob sie vorher schon dort aufgehalten haben. 16 Uhr, wenn wir noch Zeit für einen Upload haben, stellen sie. Oh Gott, fuck, Alter, ich habe nur noch ein Upload-Zeit auftauchen. Auftauchen vor allen Dingen. Wir beide sind fertig miteinander, das ist unwichtig, der Hinweis. Hallo? Dieser Hinweis ist nicht wichtig. Gegeben, dass wir nochmal gehackt werden. Also möchte ich jetzt nicht behaupten, dass es meine Schuld ist. Als wenn weder Cassandra noch Josef auftauchen würden. Ha, hast du wirklich was anderes erwartet? Weiß nicht, irgendwie schon. Heiliger Scheiß. Was ist das hier? Wer bist du denn? Ein Narr, der sprachlos ist über den Wahnsinn, den er gerade vor sich hat. Ansonsten der Eingeweihte. Na, dann bin ich froh, dass du doch gekommen bist. War absolut nicht meine Absicht. Was meinst du damit? Du bist doch hier in dem Anruf. Ja, aber ich bin auch in Orwell. In Orwell? Abe hat mir eine IP-Adresse geschickt, um mich in dieses Orwell-System zu hacken. Hat den Hackprozess super simpel gemacht. Er hat was und das hat geklappt. Fast so gut. Sieht aus, als wenn ich dieses verdammte Ding jetzt kontrolliere. Das macht mir wirklich, wirklich Sorgen. Sag das nochmal, du hast Orwell an der Leine? Scheiße, das ist doch großartig. Wieso machst du dir Sorgen? Meine Kontrolle ist trotzdem stark eingeschränkt. Die Regierung wird sich irgendwann die Kontrolle zurückholen, aber das ist eigentlich nicht meine größte Angst. Was mich wirklich nervös macht, ist, warum sollte Abraham so tiefgreifende Ahnung von Orwell haben? Die ganze Sache hier stinkt mächtig nach riesengroßer Falle. Es kommt noch dicker. Ich habe sein Akte im System gefunden. Ihr werdet nicht glauben, was da steht. Abraham ist tot. Er starb. Schon vor einer ganzen Weile.
Tot? Nein. Abraham, wie? Er war wohl schwer krank, Krebs. Oh nein, du alter Mistkerl, warum hast du nie was gesagt? Er hat Nina zu diesen Anschlägen Anweisung gegeben, nach seinem Tod. Das heißt, irgendwer hat sie ordentlich an der Nase herumgeführt. Und nicht nur sie, sondern uns alle. Welcher Drecksack würde sowas machen? Ha, die Person, die das Zeug hier zusammengetragen hat, war clever. Sie hatte schon alles herausgefunden. Was hat die Person gefunden? Wer war es? Alles, was hier steht, deutet hin auf... dich. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht ganz glauben, was ich höre. Meinst du das gerade ernst? Willst du jetzt damit sagen, dass du Nina zu den Bombenanschlägen gebracht hast? Ja, sag ich doch, Juliet, was? Ich bin echt nicht stolz darauf, aber es musste getan werden. Was zur Hölle? Warum? Du und Nina, ihr beide habt Abraham alles versaut. Und sofort. Alter Schwede, auch. Also hast du dich entschlossen, dass mich zu verlassen noch nicht genug Rache an mir war? Du musstest auch noch verfickte unschuldige Menschen umbringen? Und das alles auf Thor schieben? Es war notwendig. Die Leute hören einem erst zu, wenn die Dinge richtig schlimm werden. Wenn was Furchtbares passiert. Nur dann setzen sie sich für Verbesserungen ein. Abe hat das erkannt. Ich weiß, das war extrem. Extrem? Extrem? Das ist Mord! Herrgott nochmal! Das weiß ich doch, verdammt. Glaub mir, das ist mir bewusst. Was du gemacht hast, hat alle von Zord ordentlich in den Dreck geritten. Und zwar richtig tief rein. Am meisten Nina. Wie rechtfertigst du das, hm? Was sollte das alles? Zord musste zerstört werden. Das war ja der ganze Sinn an der Sache. Statt dass Orwell die Sicherheitskräfte zu mir geführt hat, hat es euch alle als Zielperson eingestuft und eure Leben zerstört. Die Leute müssen direkt vor Augen gefühlt bekommen haben, wie abgefuckt Orwell ist. Das bietet keinen Schutz, es dringt in unsere Privatsphäre ein, manipulierbar. Das bedeutet das Ende für die Gesellschaft. Niemand ist unschuldig, jeder ist ein Verdächtiger. Abe wollte, dass die Welt aufsteht gegen solche Dinge wie Orwell. Er wusste, wie gefährlich das Projekt war. Deshalb hat er daran gearbeitet. Jetzt verstehe ich, und dann wollte er weg von dem Ding. Und dann hat ihn die Regierung verklagt. Ach. Versteht leider, was ich befürchtet habe. Ich wollte es aber nicht glauben. Wenn das wahr ist, hätte er aber doch die Medien damit gehen können. Alles öffentlich machen können, oder? Er hatte schlichtweg Angst davor. Er dachte, dann würde sich gar nichts ändern. Wow. Könnt ihr ihm das zum Vorwurf machen? Er hat sich mir anvertraut. Nur mir. Hahaha, ha, ha. Witzig. Mir ist gerade aufgefallen, dass du tatsächlich eine viel bessere Aktivistin bist. Und gleichzeitig viel schlimmer als Nina oder ich hätten je sein können. Das ist schon fast bewundernswert, auf eine ziemlich perverse Art. Ich hoffe es immer noch nicht. Wieso wolltest du so viel Aufmerksamkeit auf Thor lenken? Du hast damit doch immer noch niemanden überzeugt. Wieso diese Versammlung? Warum sollte ich Orwell hacken? Ich brauchte nur eine Person davon zu überzeugen, wie fehlerhaft Orwell ist. Costigan, dieser Typ, über den Harry Infos rausgegeben hat, war nur der Mann im Inneren des Systems, ein Anleiter. Aber die Person, die euch wirklich ausspioniert hat, die ist immer noch da. Die Person, die sich euer ganzes privates Zeug angesehen, die Daten weitergereicht hat. Die Person, die gerade zuhört, der Ermittler. Genau, ich spreche mit Ihnen. Ich wusste, wenn ich Sie alle versammeln würde, würden Sie auf jeden Fall auch dabei sein. Und zuhören müssen. Der Eingeweihte war ein reiner Glücksfall. Eine Rückversicherung, dass Sie uns nicht direkt verhaften lassen. Ermittler, ich habe eine Frage an Sie. Jetzt, wo Sie Orwell aus erster Hand gesehen haben. Glauben Sie, dass dieses System jemandem wirklich helfen kann? Haben Sie wirklich gedacht, dass es die Regierung... Sie nicht auch ausspioniert? Dachten Sie, Sie wären bei diesem System außen vor? Dann denken Sie besser nochmal genau nach. Die evaluieren auch Sie. Abe wusste das. Er hat diesen Wahnsinn erlebt. Sie beobachten die Ermittler. Aber wir können das aufhalten. Sie können es aufhalten. Erinnern Sie sich, warum Sie für Orwell rekrutiert wurden? Weil Sie außerhalb des Systems waren, außerhalb der Nation. Was würde passieren, wenn wir den Menschen die Wahrheit zeigen würden? Dass auch sie nicht außen vor sind, dass niemand außen vor ist. Alles, was sie dafür tun müssen, Ermittler, ist, sich mit den Daten, die über sie haben, selbst zu belasten. Das ist doch so hirnverdreht, Jules. Warum sollten diese Ermittler da mitmachen? Dann ist die Regierung auch hinter ihm her. Ja eben, darum geht es doch. Diese Evaluation soll ein Sicherheitsnetz sein, damit Orwell nicht missbraucht wird. Wenn die Beweise vorliegen, müssen sie auch handeln. Wenn der Ermittler sich selbst belastet, müssen sie ihn verfolgen und damit preisgeben, dass die Ermittler auch ausspioniert werden. Das ist total gaga. Das wird niemals funktionieren. Stattdessen habe ich einen eigenen Vorschlag, Ermittler. Wie der Zufall so will, finden sich auch Akten gegen eine gewisse Catherine Delacroix hier. Ich sage, lassen Sie uns das ausnutzen, solange wir die Kontrolle über Orwell machen.
Lassen Sie uns eine Waffe aus dem System machen und sie gegen die Regierung richten. Man kann sicher irgendwas Schmutziges über Delacroix ausgraben. Und dann sollen die mal auf der Basis dieser Beweise agieren. Klingt schon mehr nach meinem Geschmack. Nein, Delacroix abzusägen wird gar nichts nützen. Sie wird doch einfach nur ersetzt. Das ist nicht der richtige Weg. Ach ja? Und uns alle in die Scheiße reiten war der richtige Weg? Was? Bullshit. Aber woher sollen wir wissen, dass uns dieser Ermittler auch helfen würde? Was zur Hölle? Wie haben die mich? Scheiße. Harrison, was ist los? Teilnehmer die Sitzung verlassen. Scheint, als wenn er gerade diesem großartigen Sicherheitssystem zum Opfer gefallen wäre. Es bleibt wohl an uns beiden hängen, wie es ausgeht. Tja, mein Plan für Sie, Unterstützer zu sammeln, ging in die Hose. Ermittler. Sollten Sie sich doch auf meine Seite schlagen wollen, dann reiten Sie Delacroix rein. Sie werden etwas gegen Sie finden können. Ermittler, Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Sie können das System einreißen. Bringen Sie einfach meinen Plan zu Ende, bitte. Ich werde aus Delacroix eine Zielperson machen. Ich glaube sogar, ich kann Ihnen Zugang zu Ihrem Rechner verschaffen. What the fuck ist denn hier los? Als Abram aufhörte, für Rosentag in die Regierung zu arbeiten, hat er alle Informationen, die er auf seinem Rechner hatte, geklont und im Büro versteckt. Das hat er mir gesagt und ich habe seinen Rechner wiederhergestellt. Das System bootet in ein paar Minuten automatisch. Sie werden dann Zugang zu allem haben. Sie brauchen lediglich UID dieses Rechners zu wissen. Sagen, kann ich Sie Ihnen hier nicht? Orbit zeichnet ja keine Data-Chance auf. Ich wollte Verständnis dafür, wenn Sie mich dafür verurteilen und belasten, was ich getan habe. Ich denke, ich verdiene es. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, Ermittler. Tun Sie das Richtige. Endlich, ich hatte schon befürchtet, diese Störung würde nie aufhören. Die Backend-Techniker sagten mir, wir hätten einen ungebetenen Gast. Dabei wissen wir doch längst, dass Sword dahinter steckt. Es wird Zeit, sie ein für alle Mal loszuwerden. Wir müssen stark bleiben, wir müssen zeigen, was die Leute wirklich sind. Die Sicherheit der ganzen Nation hängt davon ab. Finden Sie einen Weg, sie gemeinsam als Gruppe zu belasten. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Hinweis darauf, dass Abram Goldfeld dieser Gruppe gegründet hat, um terroristische Aktionen durchzuführen. Wir konnten den Angriff zu einem externen PC zurückverwandeln. Ich werde diesen PC nun manuell für Sie freischalten. Tja. Gott. Es ist einfach so viel passiert. Wo ist denn Delacroix? Achso, sie sieht's ja, was ich reinspeichere, wa? Warum bin ich eine Zielperson? Nun gut, soweit verstehe ich noch Spaß. Wollen Sie noch mehr über mich zu extrahieren oder möchten Sie, dass ich als Verräter einschulen lasse? Mitglied der Partei? Boah. Partei, die Person. Sicherheitsministerin, sowas. Konsequent ist auch die Person, die Sicherheitsgrenze bedacht und auf den Weg gebracht zu haben. Ist der PC? Sword muss die Richtung ändern. 16. Das war gestern. Muss man mal urteilen. Nach dem, was du mir gesagt hast, bist du mehr als fähig, eine Bombe herzustellen. Ich werde allerdings 3 von ihnen benötigen. Platziere sie an den wichtigsten Orten der Stadt direkt von Augenlevel und Freizeit mal. Von die Schwarz. Oh Gott. Okay. Ich muss nur rausfinden, wer... Genau. Wenn wir den Verhaftung vornehmen wollen, brauchen wir einen soliden Anhaltspunkt dafür. Ach so, war ich da schon durch? Nee. Papa. Eva. Du bist es doch. Papa, du bist es doch. Okay, da war... Nee, da hat er noch gelebt. Stimmt. Protokollversicherung. Juliette sucht den Praktikum, weil er löscht dort die Sicherung meiner gespeicherten Daten, vernichte alle Spuren, dass ich jemals in den gottverdammten Praktikum und dann steigt dort aus. Einfach hinter dir und sprich mit jemandem darüber.
Ja gut, das wissen wir ja. Alter, Notizen. Begonnen. Die Jungen kennenlernen, während der Treffen bekam ich Panikattacke und musste mich fast übergeben. Ethikkodex absurd, ich bin tief zerrissen, was ich denken soll. Ich könnte Glück haben, sind wirklich jemand mit einer großen Problem mit der Anwendung seiner. Okay, er ist schon mal zufrieden. Die Verwendung des Elements des sogenannten Ermittler wurde durch die Brechleiter unten. Inzwischen habe ich die Grundlagen des Kodex umgerissen. Umrissen. Zwei Menschen verwenden, einen Menschen die Befähigung zu geben. Okay. Ein junger Mann, der mich fast 15 Minuten lang von der anderen Seite des Raumes beobachtet. Kollegen, Projekt, instabile Sicherheit. Ich habe Personen von Interesse von denen, die nur in der Beziehung stehen. Zielperson erscheinen, nur nach gründlicher Prüfung durch den Anwender und die Verwaltung einer anderen Person als Ziel freigegeben werden. Okay. Um aber alles noch schlimmer zu machen, haben sie sogar ein drittes menschliches Element eingesetzt. Soll dazu dienen, die anderen beiden zu beaufsichtigen. Zu wem kommt das? Falsches Profil? Cassandra? Wahrscheinlich kommt das zu mir, oder? Wie Sie sicher verstehen werden, sind Menschen hier am Ende anfällig für Fehler. Wir mussten das tun. Das ist voll, ich kann die Arbeit nicht fortsetzen. Okay, krass. Kodexentwurf. Ach du heilige Scheiße. Okay, also ich verstehe, er hat das Ganze entwickelt und irgendwann ist es so weit gekommen. Dass er das Ganze quasi nicht mehr mittragen konnte. Verstehe. Gott, Alter. Kommen Sie dazu? Wieso untersuchen Sie meinen Computer? Also ein Quell des Angriffs war. Lassen Sie mich meinen PC in Ruhe sofort. Sie möchten doch nicht als Verräter eingestuft werden. Oder doch? Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Exxon Harrison, etwas zu schüchtern. Harrison Text. Mr. Thamba von als Praktikant bei der. Ach, guck mal, jetzt wissen wir endlich mal, wer er ist, der Eingeweihte. Genau. Und hat bei Rosen Technologies kurz als Praktikant gearbeitet. Goldfels. Oh ja, was du denkst, ich gründe eine Zelle. Diesen Guerillakrieg, dann rekrutiere ich Mitglieder. Zum Hoffen, dann setzen wir unseren Plan um. Von wann ist denn das? Anstiege, die Menschen töten im Sinne, wie sie jetzt mal anhören. Nein, das ist nicht von ihm. Ich glaube nicht, dass. Unser Haus in Kapstadt. Ich glaube nicht, dass Goldfels, also wer auch immer das ist, also der ursprüngliche. Das tatsächlich wollte. Also ganz und gar nicht. Schauen wir, wer der Typ ist. Oh, ja gut, okay, das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Außer großer Bruder. Deine Schwester in Bali. Okay, also er ist irgendein Afrikaner. Protokollsicherung. Hey, Win, irgendwas. So, was haben wir noch? Hier ist noch was drin. Achso, ja, das ist hier das Unwichtige. Also das. Das heißt Unwichtige. Das können wir eigentlich auch mal reinpacken. Shadow Jet Carrying Everything Coin Wünschen nicht nachgekommen ist. Hätte das bloß getan, weiß, dass sie alle Möglichkeiten haben, um sich Apple Coin auszugeben. Ja, ja.
Gut, ich werde einen Landesweiter fahren noch hier einleiten. Sie werden gerichtet. Nein, will ich nicht! Nein! Geh weg! Böse Frau! Ich finde sie halt auch nicht koscher, ne? Ich habe sie gewarnt. Auf Wiedersehen, Ermittler. Sie werden sich sehr bald wünschen, sie hätten nur meine Warnung gehört. So, wir packen einfach immer mehr rein. Es gibt ja noch einen dritten Menschen, der das Ganze hier absegnet. So, wollen wir noch Informationen über sie? O'Donnell Harrison. Oh, stimmt, ist festgenommen worden. Extrahiert offensichtlich falsche Informationen. Wunderland. Schätzt sie Watergate als potenziell gefährlich ein. Gegner. Das waren wir alles. Belastendes Material zu Carrington O'Donnell. Vertrauenswürdig, na sehen Sie. Super. Ich finde mich klasse. Abraham Goldfels? Achso, ja, okay. So, dann haben wir noch hier. Ach, da ist. Der gute Temba von Billion. Innere Sicherheit. Okay. Who can guess them? Ja, hier sind ganz viele Sachen. Aber ich will mich nicht selber da rein drücken. Namhafte Alumni, da haben wir nochmal, glaube ich, was gehabt für sie, genau. So, kommen die Partei. Ich packe jetzt einfach alles erstmal rein. Listener. Was haben wir jetzt hier noch Neues? Account de la Croix. Treffen mit NSEC Security. Privates Telefon. Ich werde ja auch gerade nicht überwacht, von daher kann ich ja super das Ganze auch angehen. So, Insider, Telefon, Kontakte. Kick mal Joseph Lang. Ach ja, klar. Klar haben die Kontakt. Skychat, Francis, hey Mama. Hey Frank? Francis, du weißt doch, bitte. Ach so, das ist ihr Sohn. Ja, okay. Komm mal später. Ertrinkt in Arbeit. Okay, Cat. Danke, dass du dich darum kümmerst, Schatz. In einer Beziehung mit Ed. Finden wir auch gleich raus, wer das ist. Dreckstück. Erspart der Nation in der Nähe vom Volk. Okay. Catherine. Kannst du Triefel uns fertig machen? In Ordnung. Macht bezüglich der Bomben. Was? Warum sind die Stellen in Ordnung? Gut gemacht bezüglich der Bombenanschläge. Ich muss Ihnen wohl kaum sagen, wie wichtig es war, dass Sie das eingedämmt haben. Stellen Sie jetzt sicher, dass es keine Störung gibt. Okay, der Lockhart kündigt Rücktritt aufgrund von Enthüllung an. Verkündet Rücktritt nach den Orwell-Ämter belastende Beweise. Stellt Orwell ein. Regierung kündigt sofortige Einstellung Orwells an. Eine unparteiische Instanz wurde mit der dauerhaften Löschung gespeicherter Daten beauftragt. Bombenanschlag Drahtzieherin verhaftet. Drahtzieherin der Juliet Carrington verhaftet. In ihrer ersten Erklärung sagte Carrington, dass sie Bombenanschläge für die Freiheit der Bevölkerung der Nation begangen habe. Carrington versuchte zu fliehen, konnte sich aber irgendwas. Ermittler zur Verhaftung ausgeschrieben. Ermittler, der mit der Aktivistengruppe verstrickt ist, soll umgehend verhaftet worden sein. Werden. Dessen Heimatland, dessen Auslebung, so den. Na komm, bleibt abzuwarten. Ja, ja. Cool. Ach so, ja. Orwell gibt's ja in dem Sinne nicht mehr, ne?
Wahrscheinlich müsstest du von Infern über das Überwachungsprojekt bekannt als Orwell. Ja, ganz genau. Orwell. Keeping an eye on you.